Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen zu einer super schönen Sommeranleitung. Ich zeige euch aus richtig, richtig niedlicher Wolle einen super schönen Schal mit großem Lochmuster. Ihr seht hier einmal diese super süßen Neon-Akzente, richtig, richtig niedlich. Und wie ich den Schal genau gemacht habe, welches Material ich benutzt habe und alles weitere seht ihr natürlich jetzt. Ganz, ganz viel Spaß dabei. So ihr Lieben, los geht's mit der Bravo-Wolle hier in fast weiß mit diesen super süßen Sprenkeln mit drauf. Wir haben hier so orange, ein bisschen gelb, ein bisschen pink, ein bisschen grün. Super Neon das Ganze. Und wir haben hier einen Mix aus 97% Polyacryl und 3% Viskose, 50 Gramm, 133 Meter Lauflänge, Farbe ist die 8330 und ausgegeben für 3er bis 4er Nadeln. So, da haben wir das Ganze auch einmal. Ich häkel es mal wieder ein bisschen größer mit meiner 6er Nadel. Ich hole mir hier einmal den Faden aus der Mitte raus. Die Wolle ist nicht ganz weiß, hat so eine leicht Eierschalenfarbe mit drin. Und ich schlage als erstes einmal ein Vielfaches von 4 an als Basis. Das werden bei mir 20 Maschen. Und los geht's. Erstmal Faden aufnehmen. Und dann geht's los mit dem Häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Hälfte geschafft, 10 Stück, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und praktischerweise lasse ich dann direkt schon wieder 5 aus. 1, 2, 3, 4, 5 werden ausgelassen und ich steche in die sechste Masche ein, nehme einen Umschlag vorher und häkel dort ein Stäbchen hinein. So, Stäbchen gehäkelt. Dann nehme ich 3 Luftmaschen und häkel um dieses Stäbchen herum 3 weitere Stäbchen. 1, 2, 3. So, und dann habe ich hier mein erstes Päckchen schon fertig. Das rutscht gleich so ein bisschen weiter wieder nach unten. Hier habe ich diesen Bogen liegen. Dann lasse ich unten 3 Luftmaschen aus. 1, 2, 3, gehe in die vierte hinein und fange dort an, das Ganze wieder zu häkeln. Ich habe vorher einen Umschlag genommen und häkel wieder ein Stäbchen. 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und häkel wieder Stäbchen hier um dieses einzelne Stäbchen herum. 2 und Nummer 3. 2 von den Päckchen fertig. Dann folgt das nächste Stäbchen. Ich lasse unten wieder 3 Luftmaschen aus, gehe in die vierte Luftmasche hinein, häkel das Ganze wieder. Wieder 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und hier wieder herum und 3 Stäbchen häkeln. 3. Dann das Ganze wieder unten 3 auslassen, hier einstechen. Und das wird dann tatsächlich auch schon das letzte Päckchen für diese Reihe. 1, 2, 3. Und hier häkle ich wieder herum Stäbchen. Dann seht ihr, habe ich das insgesamt 4-mal gehäkelt. Und ich sollte jetzt noch genau 2 Luftmaschen übrig haben. Die habe ich auch. Und in die letzte davon häkle ich jetzt noch ein Stäbchen hinein.
So, also viermal das Muster und die Randmaschen. Und dann geht es los mit einer Dreier Luftmaschenkette. Ich drehe das Ganze einmal um und häkel jetzt grundsätzlich genauso wieder zurück. Ich nehme einen Umschlag, steche hier in die kleine Dreier Luftmaschenkette ein, die ich hier an der Seite gehäkelt habe. Häkle ein Stäbchen. Dann wieder drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Und hier um das Stäbchen herum dann wieder drei weitere Stäbchen. So, seht ihr jetzt hier einmal das Ganze einmal versetzt. Hier in der Richtung liegend, hier in dieser. Und dann geht es wieder weiter mit der kleinen Luftmaschenkette, die hier liegt, und einem weiteren Stäbchen, was ich dort herumhäkle. Und dann geht es hier wieder um das Stäbchen zurück herum. Und drei weitere Stäbchen gehäkelt. Dann haben wir hier wieder die Dreier Luftmaschenkette als Einstichstelle. Hier ein neues Stäbchen drumherum. Dann wieder drei Luftmaschen für die Höhe. Und wieder drei neue Stäbchen. Also ihr seht, es wird super locker gehäkelt, super luftig. Mit sehr großen Löchern auch, die dann natürlich auch entstehen. Zeige ich euch hier einmal. Hier unterhalb der Päckchen diese großen Öffnungen. Und dann haben wir hier das nächste Stäbchen. Und die nächste Dreierkette. 1, 2, 3. Und dann natürlich wieder drei Stäbchen. So, drei Stück. Dann habe ich das viermal gehäkelt. Und es kommt jetzt hier um diese lange Luftmaschenkette vom Anfang herum ein letztes finales Stäbchen dieser Reihe. Also in jeder Reihe wird das Muster viermal gehäkelt. Und dann geht es in der nächsten Reihe dann natürlich wieder los mit drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Das Ganze einmal drehen. Und dann habe ich hier wieder die Luftmaschenkette liegen. Dort steche ich drumherum, häkel mein Stäbchen, dann wieder drei Luftmaschen für die Höhe. Und weiter geht's mit weiteren Stäbchen hier um die Luftmaschenkette herum. Und genau so wird dann weiter gehäkelt. Und ich setze das jetzt noch mal ein paar Reihen fort und zeige euch dann natürlich noch mal ein Update. Und hier habe ich jetzt tatsächlich ein weiteres Update für euch. Ihr seht jetzt hier wirklich sehr schön jeweils die vier Päckchen pro Reihe liegen. Immer eben um das einzelne Stäbchen herum gehäkelt mit den Dreier Luftmaschenketten an der Seite. Und ich bin jetzt hier am Ende der Reihe angekommen und häkel jetzt hier das Stäbchen um die Luftmaschenkette, die hier unten eben liegt. Die liegt immer recht weit unten, davon auf keinen Fall irritieren lassen, einfach drumherum häkeln und dann zieht sich das schon alles so, wie es gehört. Ihr seht hier die drei großen Öffnungen in der Mitte, hier jeweils außen die etwas kleineren, an den Seiten, wo dann eben die Stäbchen gehäkelt werden, etwas kleiner als mit den Luftmaschen darunter. Und das Ganze entwickelt sich eben super, super schön, auch recht schnell. Und ich häkel jetzt natürlich nochmal weiter und zeige euch gleich nochmal den fertigen Schal. So, inzwischen bin ich dann hier wieder am Rand angekommen. Ihr seht, ich habe auch in dieser Reihe vier von den Päckchen gehäkelt und habe das hier mit einem Stäbchen abgeschlossen.
Und das ist tatsächlich alles an Faden, was noch da ist. Deswegen wird es jetzt hier einmal groß rausgezogen, festgezogen und dann anschließend noch vernäht. Und dann ist der Schal auch erstmal fertig. Hat ungefähr eine Länge von 1,50 Meter bekommen bei mir, also recht süß. Und kann man natürlich länger machen, kann man breiter machen, entsprechend mit mehr Wolle. Hier seht ihr einmal so den Verlauf. Wir haben hier wirklich das Ganze super schön abwechselnd mit den Päckchen und den großen Löchern drin. Und auch super wenig Vernäharbeit, eben nur Anfang. Und hier einmal das, beziehungsweise das ist der Anfang, das Ende haben wir ja hier oben liegen. Super, super simpel, super niedlich und super sommerlich. Ich hoffe, euch hat die Anleitung wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann, tschüss!